Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elzort. Ich habe mal Elzort wieder zum Laufen gekriegt. Freude, Freude, Eierkuchen und so. Und ja, jetzt bin ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr Elzort gespielt. Weil, ja, hat öfters nicht funktioniert. Und ich sehe schon öfters hier ein paar richtig hübsch aussehende Charaktere hier mit richtig hübschen Avatar-Teilen und so. Süß. Und wo man das Key-Power herbekommt, habe ich jetzt keine Ahnung, aber ich will so einen Teil haben. Auf jeden Fall, bin seit Ewigkeiten wieder in Elzort und ja, direkt mal Kraft des wiedergekehrten Helden bekommen, Sensenmann und Pipapo. Und dazu einen Rotgeist-Fuchs, einen Heiligen-Fuchs, Dunkelgeist, so herum. Der farblich eigentlich ganz gut zu meinem Handy-Set passt. So, und wir machen heute mal ein bisschen weiter mit dem Klassenwechsel und ich würde mal an der Stelle mal gucken, erstmal was wir als nächstes machen müssten. Genau, da war der Nasutkönig, ja, habe ich total vergessen zu machen. Ach ja, müssen wir improvisieren. Okay, ne, auf jeden Fall, jetzt ist im Moment das neue kleine Event drinnen zu dem Halloween. Schön Halloween-Event. Aranka hat sich dementsprechend schon aufgehübscht. Es gibt, ja, zu kaufen gibt es nichts. Zu craften gibt es, glaube ich, paar nette kleine Flügel der verdorbenen Seele und gruseliges Zeug und so. Oh, und auch noch fiese Masken und man kann manche von den Pets bekommen, wenn man einen von diesen legendären Fossilien-Splittern eintauscht. Haben sie inzwischen auch eingebaut. Kann mehrere von den Flursteinen und so eintauschen. Also man hat sich inzwischen ein bisschen Gedanken gemacht, dass man verschiedenste, ja, Medaillen etc. umtauschen kann für die ganzen Sets, für die ganzen Geschichten. Das Revamp, der, ja, der Dings ist da. Ich meine, das ist zumindest da. Außerdem gibt es einen kleinen Halloween-Dungeon. Ich glaube, den sehen wir uns auch gleich dann rein. Und wie ihr sehen könnt, ich habe so gut wie gar keinen Dungeon freigeschalten. Ich würde mal sagen, zum Auftakt machen wir einfach mal diesen lustigen kleinen Halloween-Event-Dungeon. Vielleicht gibt es dabei etwas Schönes für uns zu ergattern. Und ja, sind einige dabei. Ansonsten, Elzort, wie gesagt, kaum gespielt gehabt, kaum gemacht gehabt. Problem war, immer dann, wenn ich aufnehmen wollte. Heute war zum Glück mal nicht so der Fall. Dann musste ich ja, den halben Ordner löschen, um das wieder zum Laufen zu kriegen. Und ja, das hat meistens nicht hat manchmal nicht geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Ist gerade ein bisschen frustrierend mit Elzort. Wie aufnehmen würde ich es immer gerne. Aber Problem ist halt einfach, dass es technisch manchmal diese Komplikationen gibt, die dann den ganzen Spaß und ganzen Freude an dem ganzen Zeug ein bisschen nehmen. So, jetzt ziehen wir uns mal den schönen kleinen Event-Dungeon rein. Na, mit dem kleinen tanzenden Zombie-Viech da. Ja, dürfte interessant werden, schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall eventtechnisch tut sich was. Halloween ist da. Da kann man jetzt sich jetzt alle möglichen gruseligen Accessories reinziehen. Diesen Kipau muss ich mir reinziehen, wo es den gibt. Und da gibt es jetzt einen tanzenden bösen Goblin-Viech da. Das war... Oh nein, ich bin ein Zombie! Oh, ich bin so schlecht im Tanzen! Oh mein Gott! Ja, und ich kann nichts machen! Ich dachte nicht, dass das ein Rhythmusspiel wird hier! Oh nein, ich bin schon wieder verwandelt. Aber ich hab doch gemacht, was du... Oh nein, ich bin schon wieder verwandelt. Oh nee. Ich bin kein Rhythmusspieler, was ist da los? What's happening here? Ich bin ein Zombie. Holt mich hier raus. Nein, ich bin schon ein Zombie. Und Jitsu ist auch ein Zombie. Alle sind Zombies. Ich will auch ein Zombie sein.
Alter, viel zu kompliziert für mich. Ah, ich kann das nicht. Oh nein, ich bin ein kleines Glutonviech. Ich kann wenigstens Posen schneiden. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Schade. Warum renne ich da immer rein? Ah, was ist das hier? Die vielen Jahre Megamix. Die vielen Jahre Riven Paradise, die habe ich auf sowas vorbereitet, aber anscheinend nicht genug, gut genug. Fuck. Oh mein Gott. Ja, ich bin mal nicht verwandelt. Aber gleich müssen wir trotzdem tanzen. Warum kann ein Zombie so gut tanzen? Was? Okay. Die letzten paar habe ich hingekriegt. Aber ich bin verwandelt. Aber ich habe zum Glück meinen kleinen Wirbelwind, der macht Schaden. Wird ja immer komplizierter, die ganzen Tanzschritte und alles. Boah, Alter, was? Boah, danke, dass ihr ihn platt gemacht habt. Meine Güte, also ich hätte es alleine niemals gepackt. Alter, was ist das hier? Voll das abgefahrene Event. Oh mein Gott. Das ist echt verrückt. Verrücktes Event mit tanzenden Zombies. Und einem kleinen Rhythmus spielen im Ganzen. Meine Fresse, was ist das? Ist das verrückt? Ist das verrückt? So, haben wir wenigstens was bekommen für unseren Tanzeinsatz hier. Aber das heißt hier Einsatz. Wir waren echt scheiße, aber... Also ich würd mich nicht zum Tanzen einladen nach der Aktion, aber... Ja. War auf jeden Fall lustig. Lassen wir es mal dabei. Ich glaube, ich mache mich jetzt hier nur zum Affen, wenn ich das jetzt noch weiter versuche. So, wir müssen eine Runde Malasenfabrik machen, weil ich verpasst habe, das zu machen. Und dabei mal ein paar Kleinigkeiten erzählen, die so zurzeit aktuell sind. Und ja, ich habe mal ein paar Folgen Ruby Grimmel Clips aufgenommen zum Anlass, dass jetzt am 22., also jetzt nehme ich am 22. auf, am 22. Oktober die nächste Staffel von Ruby angefangen hat. Und ja, hab ich mir das Spiel reingezogen und ja, mal geguckt, wie es denn mir so gefällt. Da haben wir eine Kürbiswaffe, die ziehen wir uns gleich mal rein. Dann, ja. Gleich mal ein paar Runden Grim Eclipse gezockt. Mir macht es eine Menge Spaß. Und es sind auch neue Charaktere draußen. DLC-Charaktere mit dem Team Juniper. Und ich kann noch 6 Tage lang diese Schriftrolle des Weisen benutzen, muss ich natürlich dann auch entsprechend machen. Aber davor will ich möglichst den Klassenwechsel abschließen und gucken, dass wir die hier in den nächsten Folgen dann auch immer mal wieder was haben in der Richtung. Wie gesagt, ganz komisches Event, ganz komischer Dungeon. Ich glaube, da fehlt jetzt auch die Musik dazu. Können Sie ja auch am Abschluss nochmal eine Runde machen. Was man auch so ein bisschen bei mir merkt, ich investiere gerade nicht mehr so wirklich Geld in Elzort. Sonst hätte meine Rose schon längst eine B-Leiste. Ja, liegt einfach daran, dass da jetzt im Moment anderes im Fokus ist. Vor allen Dingen klassenarbeitstechnisch und alles. Die wollen halt möglichst so viele Klassenarbeiten raushauen bis November, bevor die ganzen Leute, die verkürzen bei mir in der Schulklasse, bevor die, sage ich mal, weg sind. Um halt ein paar Einschreibnoten und alles schon mal zu haben. Und ja, entsprechend einiges los bei mir. Auch auf Steam, auf was Spiele betrifft, allgemein hat sich einiges getan. Jetzt kommt am 28. kommt die
verbesserte, verschönerte Version von Skyrim raus. Ne? Einfach die Skyrim Special Edition genannt. Dazu erscheint am 28. auch noch Dragon Ball Xenoverse 2, wo ich ein kleines LP aufziehen will. Und das möglichst am Tag des am Erscheinungsdatum. Und ja, wie gesagt, ein bisschen viel los. Sodass ich ja eigentlich zu vielen Sachen auch nicht viel Zeit habe. Auch tue ich Fire Emblem Radiant Dawn gerade hier ein bisschen weitermachen. Werde dann auch die ersten Folgen dann in den nächsten Wochen mal weitermachen, also hochladen. Und ja, generell viel los. Jetzt habe ich letzte Woche die Folgen von Riddle Tree Adventures mal rausgebracht als Ersatz für Elsort oder mehr oder weniger als Ersatz, um die Woche gut zu überbrücken. Aber ja, haben nicht viele Leute reingeguckt. Wahrscheinlich interessiert sie auch einfach nicht, aber das ist jetzt nicht weiter großartig schlimm. War auch mehr oder weniger ein spontanes EP gedacht als Lückenfüller. Aber wenn ihr es mal euch anschauen würdet, würde es mich sehr freuen. Und ja, generell, ihr seht, endlich mal wieder Elsort am Start. Ich habe so meine Probleme gehabt, Elsort zum Laufen zu bekommen. Irgendwie nach einem Update oder irgendwann hat es angefangen an Bugs, was bei mir die lokalen Dateien betrifft, nur so zu regnen. Und sobald ich es mal zum Laufen bekommen habe, habe ich halt meine Folgen aufgenommen und beim nächsten Aufnehmen, beim nächsten Zocken, da lief plötzlich nichts mehr. Und dann musste ich wieder danach gucken, dass es wieder läuft. Und ja, frustrierend sowas. Eigentlich würde ich am liebsten immer dann aufnehmen wollen, wenn ich kann. Aber ja, wenn das Spiel nicht funktioniert, kann ich da wenigstens machen. Deshalb heute haben wir einen Glücksfall, heute funktioniert mal wieder alles. Und ich habe natürlich wieder mein ganzes Rose-Gameplay schon wieder komplett vergessen, wie es funktioniert. Und ja. Ratatatata. So. Und ja, das wäre zu den Spielen, die so in nächster Zeit folgen. Dann erscheint außerdem im November Pokémon Sonne und Mond. Werde ich mir die Mond-Edition kaufen und mich wieder erneut in die Welt der Pokémon stürzen. Mal gucken, ob ich da noch einigermaßen was drauf habe. Was ich denn so alles getan hatte, ich habe sogar einiges mitbekommen, was verschiedene Formen von Pokémon betrifft, jetzt in der neuen Alola-Region. Und dass das Ganze sich ein bisschen an die Hawaii-Gegend orientiert, also Pokémon-technisch und von der Region her. Dann bin ich sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt, jetzt im November. Und ja, entsprechend bin ich auch gespannt, was wir denn so noch alles an weiteren Spielen dieses Jahr noch erwarten können. Dann hat sich die Nintendo Switch angekündigt in einem Trailer. Und habe ich auch ein kleines Reaktionsvideo dazu gemacht, werde ich mal ganz kurz einblenden, dass ihr mal direkt draufklicken könnt. Ansonsten ist es auch in der Beschreibung. Und ja, das war so in der letzten Zeit so mein Hauptaugenmerk. Und wie gesagt, auch ein paar Steam-Spiele will ich mal ausprobieren. Mal ein paar Folgen so zwischen reinschmeißen. Damit ihr auch mal was anderes zu sehen bekommt, außer die üblichen Geschichten. So. So, soweit so gut. Dann können wir auch endlich zu unserem lieben kleinen Anterra-Core. Dann machen wir jetzt eine Runde geschwind, machen dann zum Abschluss nochmal einmal diesen Event-Dungeon, weil ich den einfach so schön abgedreht finde, dass ich das mir einfach wieder geben will. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, was wir welche. Ach egal, normal kann ich machen. Dann machen wir normal. So. Und generell zu meiner Person, ja, Training hat so ein bisschen aufgehört, also das Ganze abnehmen ein bisschen, gerade weil es jetzt auch ein bisschen kälter wird und es auch ein bisschen winterlicher wird und jetzt bald Glühwein und Gulasch winken werden, habe ich auch gesagt, viel kann ich nicht mehr machen. Allerdings habe ich das Ganze versucht ein bisschen auszugleichen mit einem VR-Spiel, wo man sich relativ viel bewegen muss. Hat an sich ganz gut funktioniert, nur merkt man dann, dass der Muskelkater dann doch mal wieder einholt. Und habe mich jetzt erst einmal darauf geeinigt, dass ich meine Ernährung ein klein wenig umstelle, weil eine große Umstellung ist für den Körper auch nicht besonders gut. Merkt man auch sofort, wenn es dann am nächsten Tag Bauchkrämpfe gibt oder irgendwas in der Richtung. Also immer ganz schön, ganz gechillt angehen. Ein bisschen die
Ernährung anpassen, vielleicht weniger ballaststoffhaltig, weniger Kohlenhydrate, dann wird das schon. So. So viel zum Thema Ernährung und so weiter. Also wie gesagt, viele Themen, die wir immer so abklappern hier. Und ja, ansonsten gibt es technisch nicht viel zu erzählen. Das Halloween-Event ist da. Man guckt allmählich, dass man die ganzen, dass man auf den Stand Richtung Korea kommt. Jetzt wird aber erstmal Halloween-Event gemacht. Dann gibt es dann irgendwann demnächst das Weihnachts-Event, also gegen Dezember. Und mein Monster wurde erkannt? Wow. Das ist unpraktisch. Man merkt schon, die Optimus ist nicht besonders geeignet für diesen Dungeon. Weil mein Wirbelwind kann auch diese Laserfallen auslösen. Das ist auch recht blöd. Aber gut. Dungeon auch doch um einiges verkürzt geworden. Ich glaube, da ist auch nicht mehr so viel dran. Nee. Früher waren die Dungeon um einiges länger. Dafür finde ich es immer wieder praktisch, die Roboter hier so rauszuschicken. Explodieren dann und alles, finde ich ganz praktisch. Bin schon gespannt, was wir dann bei der Optimus so alles zu erwarten haben. Boom! So, wie gesagt, im Moment ist bei mir der Ruby Hype Train so ausgebrochen. Hab vermehrt Ruby Grimmel Clips gespielt und auch entsprechend die neuen Charaktere. Den neuen Horde-Modus habe ich mal ausprobiert und zu dem Thema kommen dann auch verschiedenste kleine Videos, wo man sich mal die neuesten Updates von reinschauen kann. Reaktionsvideo von mir gab es ebenfalls schon. Zum Thema Nintendo Switch. Bin sehr gespannt auf die Konsole, bin sehr gespannt auf das, auf die Kosten, auf ob die das Erscheinungsdatum auch tatsächlich halten werden. Weil schon früher, als gesagt wurde, irgendwas in der Videospielindustrie erscheint an dem und dem bestimmten Zeitraum, hat es meistens nicht geklappt. Und dann wurde das Ganze verzögert. Hat man auch bei Smash gesehen, bei Smash 4 und auch bei anderen Geschichten. Beziehungsweise bei Smash 4 war es nicht mal so extrem. Wo es mir noch aufgefallen war damals, war auf jeden Fall bei Brawl war das damals noch so, dass man, glaube ich, den Erscheinungstermin ein bisschen nach hinten schieben musste. Und ja, entsprechend bin ich gespannt, ob die das schaffen werden, ob die das packen werden, genau im März 2017 rauszubringen, die Konsole. Ich bin sehr neugierig darauf, für mich als Pendler unglaublich praktisch, weil ich benutze auch immer mein 3DS und auch mein Smartphone zum Zocken unterwegs. Und muss dazu sagen, ich habe mich schon ein bisschen danach gesehnt, dass man auch gescheite Spiele drauf unterwegs zocken könnte. Also sprich Zelda Breath of the Wild, Skyrim, was jetzt angeboten wird, oder das neue Super Mario kann man sich bestimmt wunderbar unterwegs reinziehen. Gedanke mache ich mir nur um die Akkulaufzeit. Allerdings habe ich auch Berichte gelesen von der Nvidia Shield, an die ganze Technologie so ein bisschen angesiedelt ist. Und die hat immerhin eine Akkulaufzeit von ungefähr 10 Stunden. Und von dem her dürfte das eigentlich viele Leute glücklich machen zu hören, dass man längerfristig auch seine Games zocken kann. Bei einem längeren Zugfahrt, längerer Flug etc. oder längere Busfahrt. Dass das dann durchaus möglich ist. Und ja, ich freue mich drauf. Generell, also gesagt, ein Argument wird eine Geschichte sein, wird noch sein, die Kosten von der Konsole und die, ja, sag ich mal, ob der Erscheinungstag tatsächlich so kommen wird. Und was für Funktionen, was für Spiele möglich sind, ob der eShop weiterhin genutzt wird, also ob man weiterhin über den eShop seine Sachen entwerben kann, was mit den alten Spielen ist, vor allen Dingen, die man im eShop gekauft hat, die Wii U-Spiele, ob die abwärtskompatibel sind und so weiter. Also das ist ein großes Thema zurzeit. Da bin ich gespannt, was sich da noch so Schönes tun wird. So, und ja, heute wieder mit Elsort, habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gemacht, wie ihr sehen könnt. Ein bisschen überqualifiziert hier für den Boss, merkt man anhand vom Equip, vom Schaden her.
Er macht nicht viel Schaden, dafür ich an ihm. Weil der auch ein bisschen höher sein könnte. Aber ja. Tut sich eigentlich gar nicht mal so. Tut mich gar nicht mal so schlecht anstellen hier. Gut. Dann ziehen wir uns noch am Ende nochmal den Event-Dungeon rein. Vielleicht können wir es ja dieses Mal ein bisschen besser machen als beim ersten Mal. Und dann muss ich mich endgültig informieren, wo es diesen Key Power gibt oder ob das ob der Zug schon abgefahren ist oder wie auch immer. Jede Menge Daten für meine Experimente. Das ist Wahnsinn. So. Kriege jetzt halt keine XP. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Das überspringen wir auch mit Eve mal ganz kurz. Dürfte eigentlich schon allseits bekannt sein. Das mit Eve. So, und ziehen uns auch mal den Event Dungeon rein. Ich weiß, ob es dann mit Musik vielleicht mir ein bisschen einfacher fällt, hier den Boss platt zu machen. Also diese Rhythmus-Aktionen. So, auf jeden Fall gucken, dass ich dann hier die verschiedenen wieder erwarten. Okay. Also generell, was ich mal gucken würde, so in nächster Zeit, wäre auf jeden Fall, wo man diesen schönen Key Power herbekommt, weil das war, das ist schon so ein Set, das finde ich schön für die weiblichen Chars und für die männlichen wird es bestimmt auch ganz cool. Muss ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Oh, jetzt ziehen wir uns nochmal das Event rein. Natürlich falle ich wieder auf das Ding rein. Fast alle. Und ich bin schon wieder da drin. Mann, ich hab's echt nicht drauf heute. Aber ich finde die Hintergründe finde ich ganz cool. Gott, das ist total Riff in Paradise. Hä? Achso, man muss im Rhythmus. Ah. Dachte, das wäre einfach so. Okay. Na, ich kann nichts machen. Ich bin klein und knuffig. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin nicht klein und hässlich. Dafür groß und hässlich. Also mit Musik wird das auch nicht viel deutlicher. Fuck, 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 fuck! Muss ich bloß jedes Mal denken, wie komme ich in solche Situationen rein? Ich weiß es nicht. Nimm das! Nimm meine Bombe! Also ich glaube echt, das ist so ein Dungeon, der man erst nach dem dritten oder vierten Mal erst begreift, was da genau passiert. Boah. Wird zu kompliziert. Vor allen Dingen ohne Musikhintergrund. Also wie oft muss ich dieses Level spielen, bis ich es endlich schaffe? Also, alle sind sie verwandelt. Einfach geil. Und es hält genau 5 Sekunden und dann bis dann. Ja, zum Glück ist es relativ
schnell wieder vorbei. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. No! Oh Gott, ne. Watschel, watschel. Oh nein, schon wieder tanzen. Ah, das ist leichter als das davor. Buja! Buja! Sitze habe ich sogar gepackt. Boom! Ja, das ist eine Frage der Konzentration, aber trotzdem finde ich es ein bisschen nervig. Oh, Junge, Junge. Okay, also die Musik, die, da gibt es einfach keine Musik, sondern das Rhythmusding, das ist einfach anhand von... Okay, vom Monster her. Okay, das war jetzt irgendwie interessant. Muss man sagen. Und ich würde mal an der Stelle die Folge abschließen. Wir sehen uns dann alle fröhlich wieder in der nächsten schönen Folge von Elsort. Ich werde mich schlau machen, wo es diesen Keypower gibt. Und ja, wünsche euch eine entspannte, fröhliche Halloween-Zeit. Ne? Denkt dran, das ist der Monat, in dem ich Geburtstag habe, also feiere ich Halloween auch gleich mit. Und ja, wird wahrscheinlich Süßigkeiten einkaufen müssen demnächst. Ja. In dem Sinne, wir sehen uns dann in der nächsten schönen Folge, Elsort, und ja, euch ein fröhliches Halloween. Tschüssi!